Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Italia. Ja, viel habe ich mal ohne euch nicht gedacht, gemacht, weil ich mal aufnehmen muss. Das ist heute Mittwoch, ne? Ja, heute ist Mittwoch, 26.05. Damit ihr morgen früh eine Folge habt, nehmen wir jetzt mal nahtlos auf, ne? Aber wir wollen gleich mal was nachgucken, ne? Weil der Belarus-Fan hat gesagt, wir sollten doch mal die Wiese kaufen, die über der Tankstelle ist. Da müssen wir gleich mal gucken, was die kostet. Vielleicht können wir uns die zulegen. Müssen wir mal gucken. Ich habe noch keine Ahnung, was die kostet. Ich weiß es wirklich nicht. Das gucken wir gleich mal nach. Aber eben machen wir mal kurz den Dreschkasten voll. Und während der Abtanken können wir dann mal eben reingucken. Ich habe noch gar kein Bild gemacht. Ne? Ich will auch nicht immer dasselbe. Es wird langweilig so langsam. Ich will nicht schon wieder BDA schicken. Aber muss ich gleich noch. Es ist halt so, ne? Wir sind hier mehr so ein Lohnunternehmen mit der BGA und deswegen haben wir halt hier fast immer dasselbe zu tun. Und wie gesagt, Düngemission möchte ich nicht so gerne machen. Bin ich ganz ehrlich. Dann lieber die Erntemission. Wir können mal drüber nachdenken, ob wir wieder so eine olle Kartoffel- oder Rübenmission machen. Das ist auch so viel Zeit dann, ne? So die Erntemission Diesel finde ich eigentlich mit am besten, ne? Weil wir da unser eigenes Gerät benutzen können, ne? Das ist ja schon ein Vorteil. Außerdem möchte ich ja mal nachgucken. Ich habe ja von diesem Feld den Preis aufgeschrieben. Ob das noch so ist, wenn du eine Mission da drauf machst, ob die Felder billiger werden. Das möchte ich ja auch gerne noch ausprobieren. Und da sind wir jetzt so ein bisschen am Rumtütern, ne? Dies ist ja auch nicht so groß, das Feld, aber das ist halt direkt da bei uns an der BGA. Hier könnten wir mal eine Halle draufstellen, ne? Müssten wir dann zwar selber bearbeiten, weil du Curseplay dann ja nicht mehr draufschicken kannst, aber wir können ja auch zur Not hier Gras säen. Ja. Obwohl, da geht's ganz schön hoch und runter, ne? Wer weiß, ob du hier eine Halle platzieren kannst, wenn ich da so gucke. Fragwürdig. Ich bin ja voll der Platzierexperte. Nicht. Ich habe ja schon mal gefragt, aber ich habe noch gar keine Antwort gekriegt von irgendjemandem. Wie macht ihr das mit dem Platzieren? Wie seht ihr, ob das Gebäude dann wieder so einen Puckel macht oder nicht? Sieht man das nur an diesem Preis? Weil es da mehr kostet oder weniger? Ich habe da keine Ahnung von. Mich nervt das Platzieren manchmal. Was ist denn hier so hakelig? Ruckeli war Mögeli oder was? Da stehen wir auch gar nicht drauf. Ruckeli war Mögeli. Nicht Schickifani, bin ich ja ganz ehrlich. Ruckeli war Mögeli brauchen wir hier nicht. Ja, und wie gesagt, hier müssen wir dann mal gucken. Wir gucken gleich, wenn wir abtanken, was das an Kohlen gibt oder was die Wiese kostet. Und dann müssen wir mal gucken, ne? Eigentlich war ja erst ein Schlepper geplant. Weil der Fiat, der hatte einfach zu wenig Leistung. Das merkst du immer wieder. Und irgendwann ist man das halt mal leid. Da muss einfach mal PS an Start. Ich hatte mir einen ausgesucht. Vielleicht werden wir den noch behalten für Wenden und Schwaden. Aber ich hatte einen New Holland ausgesucht. Der hat ein bisschen mehr Wumms. Das wäre dann ganz schicki fein, ne? Wenn wir den benutzen würden. Vielleicht ist er ja auch was, ich weiß es nicht. Ich habe mal selbst noch nicht ausprobiert. Für mich ist es dann auch das erste Mal. Mal aus das Ecke. Lass wir da mal gucken. Oh, guck mal, aber doch noch einen ganzen Enter. Vielleicht brauchen wir gar nicht so oft fahren. Wäre auch mal schicki fein, wenn ich auch noch 35.000 Mal hin und her fahren zu müssen, ne? Da können wir auf jeden Fall den Dreschkasten nochmal ansetzen, ne? Dann holen wir eben den Fiat. Und dann läuft er. So.
Hell. Da, den brauchen wir. So ein kleinen Fiat. Der hat auch schon ein paar Stunden auf Uhr. 7,1 Stunden und das ist echt fast nur durch Jucker, ne? Heftig. Ich weiß gar nicht, wie viele Spielstunden haben wir hier wohl auf Italia. Was meint ihr? Jetzt könnt ihr noch schätzen. Jetzt noch, ne? Ich weiß nicht, wie viele Spielstunden wir hier drauf haben. 20? Könnte noch mehr sein. Nein, ja, 14, 20 sind, ne? So. Gucken wir mal nach. Trecker hatte ich, wenn? Hatte ich mir einen runtergeladen. Der JCB wäre auch schmackhaft, ne? Aber wir sind hier in Italien. Hier, den hatte ich mir sonst ausgesucht, ne? Den würde ich gerne nehmen. Das wäre so mein Trecker. Und der den Kipper abgehängt, ey. Ich kriege ihn für, ne? Hier, die Wiese ist das doch an der Tanke. Hier ist doch die Tanke, oder? Ne, hier. Die Riesenwiese? Meinst du diese Belarus-Fan? Guck dir mal den Preis an. 102.000, das haben wir ja niemals über. Ey, da müssen wir aber lange für stricken. So viel kostet schon der Trecker. Ja, Leute, dann wisst ihr ja, haben wir jetzt zwei Ziele. Die Wiese, aber ich hätte auch gern dieses Feld. Und den New Holland, ne? Also da müssen wir lange für arbeiten, ne? Ich hab's heute nicht drauf, ey. Es wird Zeit. Jetzt Schluss ist. Das könnte man so als Ziele machen. Warum willst du jetzt wieder nicht fahren? Danke, VCA. VCA, ey. Das wären dann. Ja, das könnten wir so als Ziele machen. Gucken, dass wir diesen Acker hier kriegen. Die Wiese über der Tankstelle. Ja, und den Jonan. Dann haben wir Ziele, wo wir drauf hinarbeiten können. Wo ich die Wiese gerne jetzt kaufen würde, wenn wir einen stärkeren Trecker haben. Von wegen Main und dies und das, ne? Würde ich zumindest. Also, wir brauchen auf jeden Fall auch Fläche. Na klar, das Grünland wäre cool für unsere BDA, ne? Können wir da reinfeuern. Aber ich würde dann Ballen machen und nicht unbedingt mit dem Ladewagen und alles immer hin und her fahren, ne? Wir müssen noch wieder häckseln. Wir haben ja Grünmais gesät. Wir sind auch schon wieder Mordsarbeit, ne? Aber ich glaube, da mieten wir uns diesmal einen Häckselwagen, ey. So ein Gelumpe da wieder so oft hin und her, Digga. Okay, wir haben jetzt auch den Radler. Da kannst du besser mit festfahren, ne? Ah, das kriegen wir alles schon hin, ey. Da mache ich mir gar nicht so den Kopf drum. Das kriegen wir schon schicki vorne hin. Besser wie vorher. Aber sondern das wären so Ziele, ne? Also ich würde vorschlagen, die Wiese, diesen Acker und den Jorland dann nach und nach abarbeiten. Könnt ihr mal schreiben, ob das so auch für euch in Ordnung wäre. Ich würde aber erstmal den Jorland vorschlagen, ne? Wir brauchen echt auch noch einen dritten Trecker mit mehr Leistung. Und dann muss ich mal gucken, ob ich diese, obwohl mehr Missionen machen gleichzeitig, weiß ich nicht. Dann nimmst du die Dinger an, lässt nur noch Curseplay fahren und machst gar nichts mehr selber. Nee, das machen wir nicht. Multiple Mission nehme ich nicht mit rein. Nee, das machen wir nicht. Nee, dann lieber so langsam hinterher arbeiten und vernünftig dran langknattern. Ja, das ist am besten. Die Ecke haben wir ja gleich runter. Ja. Das mag wieso. Oder? Ja, 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 ja. Klingt noch ein Plan. Wäre ja, zumindest mein Plan. Den Einkippern, ne? Schade. Wir müssen auch mal ein kleines Silo noch setzen, ne? Habe ich die aktiviert hier in diesem Spielstand? Muss ich gleich mal gucken. Ne, gleich nicht. Heute nehme ich nichts mehr auf.
So haben wir noch eine Folge Italia für morgen früh. Es ist Mittwoch, 26.05. Und heute komme ich nicht mehr am PC. Muss mal andere Sachen machen. Sind auch mal wichtig. Muss auch mal Pause machen. Und dann schauen wir, wie wir das hinkriegen, ne? Das will ich jetzt gleich eben wissen. Ob ich da Zilo mit reingenommen habe. Du bleib mal stehen. Das mache ich ein andermal weiter. Ich will mal eben was gucken. Gebäude. Silos. Nein. Doch, ich habe es mit reingenommen. Weil das würde ich gerne noch hinsetzen. Das können wir noch zusammen machen, wa? Wir brauchen ja mal hier irgendwo ein Silo. Dass wir auch mal... Hier, das meine ich, ne? Du kannst hier nichts platzieren, ne? Das geht mir auf den Zünder. Hier in der BGA kannst du nichts platzieren. Ich wollte ja auch hier die Rampe hinsetzen, ne? Ist nicht. Dabei ist Global Company aktiv. Schon ein bisschen nervig. So, toll. Wo setzt du jetzt dann den Bunker hin? So, dort könntest du ihn hinsetzen. Kann man das drehen? Dreh dich doch mal. Ist das überhaupt noch unser Land? Weißt du, ich setze das Ding da hin und dann ist das nicht mehr unser Land. Ja, da muss ich nochmal gucken. Aber das ist echt hier ein Problem. Na, liebe Leute. Ja, da muss ich gucken, ob das unser Land ist. Also, ich würde auf jeden Fall gerne so ein Silo noch hinsetzen, ne? So, Leute, ich sage aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Wird total nett von euch. Und wenn es euch gefallen hat und ihr wollt auf diesem Chaos-Kanal nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.